Wer kennt das nicht? Nervtötendes Stop-and-Go, kilometerlange Blechlawinen. Im Schnitt stehen Bundesbürger pro Jahr 2 Arbeitstage im Stau. Für die Volkswirtschaft ein Totalschaden. Hilfestellungen für Geplagte gibt's im Radio. Hinter den Kulissen kämpfen die Macher darum, Verkehrsinformationen zuverlässiger zu machen. Ein schwieriger Wettlauf mit der Zeit. SWR1-Verkehrsteam, was ist los auf den Straßen? Guten Morgen, ganz schön viel ist schon los für diese Zeit. A6 Mannheim Richtung Heilbronn zwischen Raststätte Kraichgau und Sinsheim-Steinsfurt ist die rechte Spur wegen eines Schlaglochs gesperrt. Im Moment 2 Kilometer Stau für Autos und... Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, Berufsverkehr, der ganz normale Wahnsinn. Annegret Partig eilt ins Büro. In einer halben Stunde ist sie bei SWR1 Baden-Württemberg wieder auf Sendung. Schnell die neuen Meldungen auf ihrem Computer studieren. Für die Hörer verständlich umformulieren. Vor allem nachhaken, wo es nur geht. Von der A8 zwischen Karlsbad und Pforzheim steht ein defektes Fahrzeug. Was steht denn da für eins, wissen Sie schon? Anruf bei der Autobahnpolizei. Okay. Und wird der abgeschleppt oder kann der repariert werden? Den Hörern möchte sie melden, wie lange es noch dauert. Zu Staus wie diesem muss die Polizei erst mal hin. Die Streifen melden ihre Beobachtung an die Autobahnpolizei. Von dort gibt es die Meldung ans Lagezentrum für Baden-Württemberg nach Stuttgart. Das dauert. Erst dann geht es gebündelt raus ins Radio und wird weiter verteilt. Die Polizei ist also noch immer die wichtigste, aber längst nicht die einzige Quelle. Wir haben auch eine zentrale Verkehrsredaktion in Baden-Baden. Von denen bekommen wir dann die Verkehrsmeldungen, wie die anderen Programme auch. Und wir haben die Polizei als Nachrichtengeber, als Meldungsgeber sozusagen. Wir arbeiten zusammen mit dem ADAC. Und wir haben natürlich, und das ist unser großes Pfund, die SWR1 Staumelder. Hallo, noch eine Staumeldung vom Hörerservice. Staumelder sind oft schneller. Annegret Partig checkt, ob die Meldung auch von der Polizei bestätigt wird. Auch mit den Kollegen von SWR3 tauscht sie sich aus. Derweil wird der Stau auf der A6 immer länger. A6 Mannheim Richtung Heilbronn zwischen Raststätte Kraichgau und Sinsheim-Steinsfurt ist die rechte Spur wegen eines Schlaglochs gesperrt. Jetzt schon 8 Kilometer Stau für Autos und 15 Kilometer für Lkw. Immer wieder kommt die Polizei mit den Meldungen nicht hinterher, weil die Absicherung einer Unfallstelle Vorrang hat. Und woanders lösen sich Staus wieder schnell auf. Für die Radiomacher ein ständiger Wettlauf mit der Zeit. Das ist das alte Problem, dass uns ein Hörer anruft und sagt, ich bin gerade durch den Stau mit 100 Kilometer durchgefahren. Das passiert leider, weil wir eben zum Beispiel nicht die technischen Möglichkeiten haben, noch nicht, sage ich, wie in den USA oder auch in Nordrhein-Westfalen. Denn dort, in Nordrhein-Westfalen, ist man schon einen Schritt weiter. Professor Michael Schreckenberg testet im Ruhrgebiet das Modell der Zukunft. Er will schneller sein als der Stau. In der Fahrbahn messen Induktionsschleifen die Anzahl der Fahrzeuge und ihre Geschwindigkeit. In solche Kisten fließen die Daten dann über Kabel. Von dort aus landen sie bei der Uni Duisburg. Für jedes Auto ist im Computer eine Art digitaler Doppelgänger unterwegs, der dann quasi in die Zukunft gebeamt wird. Der erste Schritt über die aktuelle Verkehrslage hinaus ist die Prognose, jedenfalls sehr kurzfristig, 30 Minuten, 60 Minuten. Wir haben festgestellt, längerfristige Prognosen werden dann doch sehr unsicher. Das basiert einerseits auf der Simulation selber, die wir dann beschleunigen. Wir lassen die Autos einfach schneller fahren und gucken so wie beim Wetterbericht in die Zukunft. Andererseits haben wir eine große historische Datenbank, aus der wir typische Verkehrsbilder ablesen können und vergleichen können mit dem, was ist in ähnlichen Situationen dann passiert. Bleibt nur der Unsicherheitsfaktor Mensch. Wie wird er reagieren, wenn er die Prognose hört? Wird der Stau vielleicht gar nicht stattfinden? Noch arbeitet Schreckenberg daran, diesen Faktor in sein Modell einzubeziehen. Zukunftsmusik. Und so lange bemühen sich die Radiomacher weiter nach Kräften, mit den täglichen Staus Schritt zu halten.